Rom hat nicht nur seine schwarze Uniform wieder aus dem Schrank geholt, um aktiv zu werden, nein, viel besser. Er plant einen Attentat auf eine Person, die wir bestens kennen. Die Spoiler zum Detektiv Conan Kapitel 1105, wie immer für euch nach dem Intro. Viel Spaß. Komm mal, Leute, was geht ab? Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv Conan Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um die Spoiler zum Detektiv Conan Kapitel 1105. Im Vorfeld wurde ja der Fall schon als einer der epischsten in ganz Detektiv Conan angekündigt. Und was wir bis dato schon bekommen haben, ist einfach, ohne zu übertreiben, extrem krass. Mir fehlen wirklich die Worte. Fassen wir erstmal zusammen. Erstmal ein Schachturnier, Shogi-Turnier. Wir haben alle Leute wieder involviert, die damals wichtig waren, von vor 17 Jahren bei diesem Shogi-Turnier, wo Amanda Hughes, eine reiche Amerikanerin, und natürlich auch Koji Haneda ums Leben gekommen sind durch die schwarze Organisation. Jetzt findet wieder ein statt. Das heißt, wir haben hier wieder Hiroi Koroda, wir haben Wakita aka Rum, die Nummer 2 der Organisation, und natürlich Rumi Wakasa. Nachdem am Anfang bekannt wurde, dass wir in einem Flashback gesehen haben, dass Hiroi Koroda wahrscheinlich nicht Tsutomu ist, sondern einfach ja ein junger Polizist, ein junger irgendetwas, ja, mit Einfluss, der zufälligerweise vorbeigelaufen ist und Amanda Hughes gesehen hat mit ihrem Bodyguard. Wer war der Bodyguard? Nämlich Asaka. Asaka war wer? Natürlich Rumi Wakasa. Damit ist natürlich wieder die zweite Person der mysteriösen 3 geklärt, nachdem er Kaninori Wakita Rum wurde. Das ist also schon mal sehr, sehr interessant. Es ging aber weiter, und zwar, dass Rum seinen schwarzen Mantel rausgeholt hat, seine Kleidung. Wir wissen, die Männer aus der Organisation sind natürlich in ihrem Black Suit immer am Start, ja, holen ihn raus, um aktiv zu werden, und das haben wir hier auch gesehen. Unglaublich nice. Und nun gehen wir zu den Spoilern, Kapitel 1105, und ich kann schon mal sagen, das, was ich am Anfang gesagt habe, es wird wild. Erstmal, bevor wir zu dem Höhepunkt kommen, meiner Meinung nach, müssen wir erstmal ein bisschen aufarbeiten. Und zwar sind hier noch viele weitere wunderbare Sachen passiert. Unter anderem kriegen wir hier wieder ein Gespräch von Rumi und Aihaibara. Ja, sie reden so ein bisschen miteinander, und Aihaibara redet, und dann merkt Rumi an, was wir immer alle mal ein bisschen anmerken, und zwar, wie weißt du das? Woher hast du die Information? Woher hast du das aufgenommen? Bist du wirklich eine Grundschülerin? Ja, wieder dieses, wieso bist du so altklug, so weise? Woher weißt du die Sachen? Das weiß doch kein normales Kind. Ja, das wurde ja schon immer Conan vorgeworfen, und wir wissen ja, Rumi Wakasa hat Ai immer so ein bisschen beäugt, und sie weiß es ja eigentlich. Wahrscheinlich möchte sie einfach nur das von Aihaibara selbst hören, ja, in welcher Konstellation sie ist, dass sie keine Grundschülerin ist, sondern einfach in Wirklichkeit Shio Miyano ist und einfach nur verjüngt wurde. Das ist erstmal schon sehr, sehr schön. Das heißt, wir haben ja also wieder die Beziehung von Ai und Rumi Wakasa, weil Rumi Wakasa hat ja auch über Ai gesagt, dass ihre Mutter ja dafür zuständig ist, dass ihr Leben halt scheiße ist. Das ist eigentlich eine wunderbare Parallele zu Wermut. Ja, die hat es ja quasi auch gesagt, und mal gucken, wo der Hase hier noch hingeht, ja, sehr, sehr interessant, gerade auch, was wir zu Asaka noch sehen. Aber das ist nicht alles, ja, denn jetzt kommen wir zu dem genannten Highlight. Und zwar wissen wir, Rom hat sich wieder in Schale geworfen, rauchte seine kubanische Zigarette, fehlt nur noch der geile Premium-Rum aus Jamaika, chillt in seiner wunderbaren, noblen Karosserie wieder mit seinen Bediensteten, ja. Und wir sehen, er hat einen Laptop, ja. Er bedient einen Laptop, und auf diesem Laptop sehen wir Bilder. Unter anderem ist hier Rumi Wakasa gehighlightet. Und dazu haben wir natürlich auch ein paar Spoiler, und zwar sind die Leute, die bei Rum im Auto sitzen, Leute, die sich so ein bisschen um das Grobe kümmern. Und zwar haben die gesagt, ja, dass sie das Lobby-System unterbrochen haben und Fotos von dem Ziel, das ist ja quasi das, worüber ich gerade gesprochen habe, das heißt also, die Fotos von dem Ziel, ja, wir reden hier nicht von irgendeinem Objekt, nein, wir reden von einem menschlichen Wesen, wir reden hier von Rumi Wakasa aka Asaka. Und jetzt sollten wir uns spätestens die Frage stellen, okay, Rumi Wakasa
NASA hat sich ja so ein bisschen, ich sag mal, verwandelt. Sie sieht nicht mehr genauso aus wie damals. Aber rum scheint sich auf jeden Fall Gesichter merken zu können. Weiß also definitiv meiner Meinung nach hier mit diesem Ziel, dass ihr Rumi Wakasa ausschalten soll, ja, dass es sich dabei um Asaka handelt. Also um einen Fehler, den er damals begangen hat. Wir erinnern uns zurück am Strand. Rumi Wakasa und Subaru aka Shuichi Akai wurden angegriffen von der Meute. Er hat sich so aufgerappelt, er hat sie verteidigt und sie hat dann so ein Flashback gesehen, dass er Ähnlichkeiten mit Tsutomu Akai hatte. Den haben wir auch kennengelernt. Wir wissen ja auch, dass Rumi ihn damals gesehen hat und Tsutomu hat zu Rumi gesprochen: Du musst dein junges, wertvolles Leben nicht opfern mit diesem Monster, ja, ich werde schon mit ihm fertig. Ja, da haben wir also die Situation gehabt, dass Tsutomu Akai gegen Rum gekämpft hat. Und wahrscheinlich müssen wir ja quasi dann, wenn wir hier in der Gegenwart sind, Rum muss hier so die ein oder andere Fehlerkorrektur, ja, betreiben, definitiv für Rumi Wakasa töten. Deshalb hat er auch noch den Befehl gegeben, dass Chianti und Korn gesendet werden sollen, um das Ziel zu eliminieren. Das heißt, wir haben hier einen Auftragsmord, ja? Ein Auftragsmord auf Asaka, der Bodyguard von Amanda Hughes, der davongekommen ist, der von Tsutomu Akai gerettet wurde. Unglaublich krass, ja? Damit haben wir natürlich auch die Bestätigung, dass Chianti und Korn ebenfalls auftauchen werden. Egal ob im Kapitel 1105 oder 1106, auf jeden Fall noch in diesem Fall. Und dass es sehr, sehr brenzlig wird. Wird Rumi Wakasa wirklich hier ihr Leben verlieren oder kann sie gerettet werden? Kann sie beschützt werden? Und an der Stelle muss ich einfach mal meine Gedanken mit euch wie immer natürlich teilen. Glaube ich irgendwie, dass, ja, es könnten viele Szenarien passieren. Hiroyuku, da kommt rein, irgendwas geht schief. Konnen, Yusaku, was weiß ich, aus dem Nichts. Nein, ich glaube, aber es wäre viel epischer und das hoffe ich halt auch eher, dass wieder Tsutomu auftaucht. Wieder Tsutomu auftaucht und wieder Rumi Wakasa mehr oder weniger das Leben rettet. Das wäre episch, das wäre einfach das, was er damals gemacht hat, indem er sich quasi Rum in den Weg gestellt hat und Rumi gerettet hat, würde das jetzt quasi wieder tun. Ich gehe also fest davon aus, dass wir Tsutomu Akai auch in diesem Fall sehen und natürlich jetzt bestätigt Chianti und Korn eh. Ja, unglaublich krass, Leute. Ich bin so gehypt, ich schwöre euch. Dieser Fall ist für mich einfach der Klimax von dem Fall mit André Kamel, mit der Verfolgungsjagd, wo Jin gewütet hat, mehrere FBI-Agenten umgelegt hat, ja, wo wir Yusaku gegen Rum hatten, wo wir Wermut hatten, die sich verkleidet hat, ja, unglaublich krass, wo die vergiftet werden sollten, ja, Yusaku und Yukiko außer Schach und so, ey, das ist so übertrieben krass, die Verfolgungsjagd mit Wermut, mit Kür auf dieser Insel, er wurde verfolgt, alles wurde abgebrannt, ja, er war eigentlich schon tot. Shuichi Akai, Konnen auf jeden Fall in Bestform, ja. Jin wollte ihn noch, obwohl er quasi schon eigentlich angeschossen wurde. Natürlich von Shuichi Akai, um ihn zu retten. Die haben ja auf jeden Fall was Wunderbares gebastelt. Dass es so aussah, als ob er getroffen wurde von Gegnern und nicht von Shuichi Akai. Ja, er hat ihn quasi das Leben gerettet. Wollte er noch eine Granate hinterher schmeißen und was soll ich dazu einfach noch sagen? Er hat sie einfach unglaublich krass ihm das Leben gerettet. Ja, also, was soll ich dazu noch sagen? Es ist einfach unglaublich krass. Ich flippe hier komplett aus, Leute. Das ist aber längst nicht alles, denn wir haben hier noch einfach einen Showdown. Und zwar sitzen Hiyori Kuroda und Konnen einfach gegenüber. Konnen kriegt das Bild, was Hiyori Kuroda von damals noch hatte. Ja, wir wissen, er hatte auch ein Flashback, wo er noch jung war und hat dann Amanda Hughes so auf dem Stuhl sitzen sehen und wie sie quasi tot war. Und wir haben quasi eine Uhr um das Pferd gewickelt. Ja, dieses Foto guckt sich hier Konnen an und sie sprechen einfach miteinander. Ja, sie reden über das, was damals passiert ist, ja, über den Koji Haneda-Fall von vor 17 Jahren. Wie geil ist das, ja? Und dann Konnen wieder, ja, ich habe irgendwie sowas ähnliches gehört von Shinichi nach dem Motto Kuroda. Hä? Woher weiß er, der Shinichi ist? Das heißt also, er hat auch wieder Aussagerelevanz, ja? Also, wenn er einfach so sagt Shinichi, dann denkt sich ja Hiyori Kuroda theoretisch, hä, wer ist Shinichi? Aber Shinichi ist ja bekannt. Was ich euch damit sagen will, ist, es wird einfach extrem geil und Konnen wurde ja schon von der ersten Sekunde von Hiyori Kuroda nicht so als kleines Kind abgestempelt, sondern
anderen halt einfach sehr, sehr kritisch, aber positiv beäugt. Und ich bin echt gespannt, wo das Ganze hingeht. Ihr habt auf jeden Fall meine Tipps eingeloggt bekommen. Ich tippe immer noch auf das Erscheinen von Tsutomu Arkai. Ich glaube nicht, dass Asaka stirbt. Wäre natürlich aber auch an der Stelle irgendwie auch lustig, weil wir quasi da meine Todesverhalten. Ich persönlich glaube aber, dass es verhindert wird und ich würde es wunderbar top-notch geil finden, wenn es Tsutomu Arkai wäre. Dann hätten wir quasi eine wiederkehrende Geschichte, ein wiederkehrendes Element, was wir schon damals hatten, ja. Unglaublich nice. Dann noch hier den Höhepunkt. Ey, ich bin krass gehypt, Leute. Und wenn der Fall komplett zu Ende ist, würde es auf jeden Fall nochmal einen wunderbaren XXL-Podcast der Extraklasse geben. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören, Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr kein Video mehr. Bis zum nächsten Mal, euer Kaido Arkai.